Wow, you look pretty desperate. So, da wären wir wieder, ja, und ich bin sehr, sehr desperate. Bitch. Und es geht weiter. Immer noch mit einem Teil, den ich eigentlich schon gespielt habe, den wir jetzt leider wieder... Oh! Letztes Mal waren die Typen, ehrlich gesagt, nicht hier. Letztes Mal waren die Typen nämlich, hier hinten. Ah, okay. Und ich habe den Kampf gegen die leider verloren. Tatsächlich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Lol. Well, well. The stick is ours! Nein! Ich will den ersten Schlag haben, meine Freunde. Are you gonna rape us? Okay, ja, wir müssen... Also ich habe wirklich den Kampf verloren, wobei ich glaube, das waren nicht zwei Leute, sondern wir haben gegen drei gekämpft. Oder vier sogar. Nicht gegen die zwei hier nur. Deshalb ist schon was anderes. Weißt du was? Erstmal, das finde ich ein bisschen krass. Das ist mir erst später auch gefallen. Am Anfang jedes Kampfes sind ja die MP wieder voll. Das heißt, man kann am Anfang jedes Kampfes einfach mal eine Bossattacke machen. Und vor allem werden die immer aufgefüllt, wenn man die Angriffe blockt. Um einen Punkt. Man, I could be watching TV right now. Das heißt, wir machen mal das hier. Der hat 102. Der hat 81. Ich würde den erstmal wegmachen, weil der hat ein paar nervige Attacken. Oh, und der ist betäubt. Oh, ich glaube, der greift. Das heißt, er greift nicht an. Pass auf. Nee, wobei. Ist ja egal, wen wir an. This sucks. Ah, okay, der ist auf einer anderen Höhenebene. Das heißt, es ist doch nicht egal. Weißt du was, dann wollen wir nichts verschwenden von Butters. Wir machen einfach mal den harten Schlag. Der müsste eigentlich reichen. So, Fähigkeiten. Ja, wir können jetzt leider nichts davon einsetzen. Okay, der wird kontern. Wir merken das, weil der sein Dingens. Rot leuchtet. Das heißt, würde Angriffe kontern, normale Angriffe. Deshalb machen wir lieber das hier. By the hammer of Venus. That was the most perfect throw I've ever seen. Oh, er ist angepisst. Ja, wir haben jetzt leider keine Option, oder? Können wir... Ja, wir können doch angreifen, okay. Oh boy, oh boy. Oh boy. So, ja, diesmal habe ich dazugelernt. Ich war erfolgreich. Also hat was doch gebracht. Ich bin halt ein langsamer Lerner, aber jetzt merkt ihr... Also normalerweise, ich habe ja gesagt, ich habe den Kampf tatsächlich verloren. Ich habe da nicht... Da kann man hin. Da ist so ein goldenes Ding an der Leiter. Das heißt, man kann das irgendwie hoch runterschalten. Okay. Auf jeden Fall bin ich doch deutlich besser geworden. Hab schon ein bisschen was dazugelernt. Und genau, hier bin ich nämlich reingegangen. We've been getting reports of a bunny rabbit running around people's yards. I'm gonna check it out. Hab ein paar Leute angesprochen. Okay, den können wir nicht ansprechen. Penisphantombild. Finde ich noch geil. So, USB-Stick, Randy, Strafbeschluss wegen Alkohol am Steuer. Ich weiß nicht, was irgendwas bedeuten soll. Ist immer doof, diese Abkürzung, wenn man ins Deutsche übersetzt. Sorry, Kid, I'm too busy to talk to you right now. Maybe later. Sorry, Kid, I'm too busy to talk to you right now. Maybe later. Was ist mit dir? Okay, der redet auch nicht. Der auch nicht. Lol. Das habe ich beim letzten Mal nicht gemacht. Bevor ich es gemacht habe. Genau, hier waren wir auch noch. Und da habe ich es auch gemacht. Come on a quieter day. I'll take you on a ride along. I'll be way more careful than I was with the last kid. Okay, das können wir nicht benutzen. Hey Kid, find the key and bust me out of here. Okay. Ja, ich würde eigentlich nur an die guten Tische kommen wollen. You don't talk, huh? Me neither. That's why they won't let me out. Sicherheitsmaßnahmen, ne? Genau. Und gleich sehen wir es nämlich. Bin hier hochgegangen. Und ich glaube, ich habe ja, genau, hier kann man sich Sachen kaufen, das habe ich auch festgestellt. Ich habe das hier gemacht. Ich weiß es noch genau, weil es halt erst gestern war.
Und genau an diesem Punkt habe ich kurz eine Aufnahme unterbrochen, um zu gucken, ob alles irgendwie die Aufnahme okay ist, und habe gemerkt, oh fuck, der Ton ist weg. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass dieser Ton diesmal funktioniert. Ich habe ja gerade eben erstmal die Folge begonnen und bis dahin lief ja eigentlich der Ton. Auf jeden Fall, bis hierhin habe ich hier quasi replayed und so, und alles, was jetzt kommt, ist wieder quasi Neuland für mich. Also quasi Neuland. Ich habe es ja als Let's Play gesehen, das Spiel, aber ich kann mich jetzt nicht so ganz korrekt erinnern. Also, aber nur den Teil habe ich nicht schon vorher aufgenommen. Oh, lol. Ah. Okay, ich frage mich, aber ich will, glaube ich, erstmal hier hinten lang. Ah. Keine Beweise, ne? Evidence Room. Ha. Ach, das war ein Schoko-Pokémon. Ich dachte einfach nur, das war irgendwie so ein Gegenstand. Einfach nur so. Ups. So. So, ich würde auch gerne ein höheres Level erreichen. Was ist eigentlich das hier? Aha. Gut, dann gehen wir nochmal hier hoch. Ups. Bandit, Barde, Glitzerschmuck, Buckyballmet, Magnete. Das ist aber was für Level 3. Wir sind, glaube ich, immer noch Level 1. Oder sind wir Level 2? Level 1 oder Level 2 sind wir auf jeden Fall. Können wir eigentlich gucken, ne? Wir sind Level 2 irgendwo mittendrin. 86 von 200 für das fürs Aufleveln. Na gut, aber bis jetzt looten wir ja nur. Aber wir haben zumindest schon mal Zeug, wie diese komische Druidenkleidung, die wir für Level 4, wofür Level 4 benötigen. Aber wir haben schon mal Zeug für später. Was wir später anziehen können. Guck mal, wie praktisch hier ist ein Leiter. Und ich glaube, ich weiß, wo der Emergency Exit hinführt. Deshalb gehen wir da gleich hin. So, Tränke ist gut. Oh, Schädelstricker. Das ist sehr gut. Das können wir benutzen. Geldschlüssel für Gefängnis. So, ich mach's einfach mal auf, weil ich glaube. Genau, jetzt ist es nämlich frei. Jetzt können wir immer hier hin und zurück gehen. Auch wenn wir, glaube ich, nicht mehr hierhin zurückkehren werden. Ah, okay. So. Wollte nur mal die Leiter runterkicken. Ich dachte mir, vielleicht wird das später irgendwie hilfreich sein. Aber jetzt haben wir den Gefängnisschlüssel. Den Zellenschlüssel. Moment, habe ich das hab ich geöffnet? Dann würde ich direkt mal gucken wollen. Oh. Habe ich das nicht gerade schon kaputt? Ich habe das alles gerade schon kaputt gemacht. Moment. Na gut. Rumper Stomper had a couple more years on his sentence. But you do have the key. Thanks. Now finally I can go see a Disneyland that hasn't been snuck into prison in some kid's asshole. Bündel. Glatzmütze und Tränentattoo. Get out of here and leave me alone, pervert. Okay, mehr nicht. Ja, der können wir leider nicht befreien. Gut. Fertig mit dem Gefängnis. Also nur mal so verständnishalber. Mein Plan war es nämlich, jetzt, ja genau, neuer Freund. Haben wir jetzt nicht eine neue Fähigkeit frei? Ne, noch 3 brauchen wir. Müssen wir eigentlich die Quest abgeben bei dem einen Boy? Ich weiß es gerade gar nicht. Quests. Ach, bring das verlorene iPad zurück. Ja, fuck, das haben wir jetzt nicht, ehrlich gesagt, nicht gefunden. Wollen wir nochmal zurückgehen und das iPad versuchen zu finden? Ich weiß nämlich nicht, wo das sein soll. Ach, lol, jetzt da. Jetzt sind da die Leute. Krass, wir waren ja letztes Mal nicht da. Let's do this. Rüstung. Ah, fuck, ich hab das Item. Ich hätte das ausrüsten sollen. Eat shit. Okay, der kontert, das ist. That wasn't so bad. Alter, der hat die Hälfte.
Alter, aber das ist gleich down. So, wir können ja einmal heilen und können danach nochmal angreifen. Jetzt pass mal auf. Ich will ihn hier angreifen, den vorderen. Das betäubt ihn nämlich auch gleichzeitig. Und er ist fast down. Und Butters, der macht die Spezialfähigkeit, um die beiden hinten anzugreifen. Ach fuck, der hat ja immer noch den Status. Fuck, das war viel zu früh. Wow, Leute, ich habe diesmal beide Pfeile geblockt. Krass, blute nicht. Kann ich mal kurz gucken? Okay, den hinteren kann ich eh nicht angreifen. Oh, erstmal den einen weg. So, jetzt können wir auch den angreifen. Der hat 17, der hat 43. Ich glaube... LOL. Fuck. Okay, ja, ich brauche auf jeden Fall einen Trank. Ich gönne mir mal einen... Ja, ich denke mal, wir haben ja echt wirklich viele Geheiltränke. Ich weiß, ich blute zwar noch. Das ist auch doof. Aber. Na komm. Ach, okay, Leute, ich habe den doch getötet. Ich dachte erstmal, ich habe ihn ein bisschen früh geworfen. So. Guter Kampf. Und sieht man so erfolgreich. Ach lol. iPad. Gib das schon ein iPad zurück. Oh, soll ich mal... Geh mal kurz dahin. So, wir würden nämlich eh hier lang gehen. So, hier lang. Ich weiß nicht, wie man... Guck mal da hinten hin, auf das Feld da. Da ist nämlich ein Pokémon. Also eins von den... Das lila Ding da. Aber ich weiß nicht, wie man da hinkommen soll. Ah, ich glaube, das blaue Ding da an der Wand da. Seht ihr das? Da. So leicht über dem Fadenkreuz. Das ist später wieder wichtig. Moment, wir wollen hier lang gehen. War es sein Haus? Nee, das war der Typ, der sich einen runtergeholt hat. Okay. Dann kriegen wir den, glaube ich, als Friend. Guck mal hier, was sollte das sein? Habe ich das schon kaputt gemacht? Hallo? Well done! The galaxy is in your debt. Let it be known that I have been and will always be your friend on Facebook. Kevin Stoley. Rakete der Verlangsamung. Live long and prosper. Okay. Können wir hier lang gehen? Ah ja, ich habe gleich darauf geachtet, ob wir den Schlüssel bekommen haben oder nicht. Ich habe was vergessen. Inventar. Ah ja, stimmt, wir haben... Ach, die Rakete der Verlangsamung ist ein Magie... LOL. 82 bis 103 und hier nur... Naja, ne? Genau, Druidenkacke da, Glitzerschmuck. Du erhältst 5% mehr Geld. Druidenhandschuhe, ja, hier, guck mal. Eierkind wird eigentlich von. Boah. eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das finde ich gut. Eierkind wurde ersetzt. Auch wenn es vielleicht eigentlich besser ist. Und hiervon würde ich eigentlich nichts nehmen, weil das macht die Augenringe weg. Und ich mag die Augenringe. Ich finde die Augenringe echt gut. Also ich werde übrigens diese ganzen Beschreibungen hier für die Items nicht mehr durchlesen. Bei Hochzeit von Sylvester Stallones Sohn aufgenommen. Also auch wenn da wirklich wichtige Sachen dabei, witzige Sachen dabei stehen, das ist zu viel. Kram, ja, das ist halt, ja. Haben wir nicht irgendwie einen Gegenstand bekommen, den wir ausrüsten können? An einem gewissen Ort. Moment, wo haben wir es denn? Ach, Moment.
Genau, man kann nämlich bei Gegenständen, glaube ich, so machen. Ups. Genau, das hat so einen freien Platz. Wähle mit A einen freien Platz. Wähle die Verbesserung, indem du die benutzt. Wenn du zu entfernen. Also man kann es immer entfernen wieder. Das hier haben wir und das hier haben wir. 10% mehr Geld. 10 TP. Gibt es für verschiedene Gegenstände verschiedene Items? Ändern. Ja, geht beides nicht. Aber wir hatten noch gerade was aufgesammelt, was doch, meine ich, ging. Oder war das für sowas hier? Ah, guck mal hier. Stärke jeden Angriff mit 5... mit Waffen um 5 Schaden. Okay. Ich glaube, das machen wir aber erstmal auf den Stab. Weil ich glaube, auch hier bekommen wir... Oh, guck mal, wir können sogar zwei Sachen machen. Ich glaube, da werden wir noch was Besseres bekommen. In Bälde. Was die Waffe angeht. Weil der Stab ist immer noch Level 1. Und bald hätte ich gerne was für Level 3 oder so. Eigentlich zur Kirche gehen ist gar nicht mehr so schnell, weil wir wollen eigentlich, also wir wollen jetzt ehrlich gesagt hier lang gehen, die ganze Straße entlang. Und am Ende dann oben abbiegen, um ne, zu Tweak und Token zu kommen. Hier gehen wir irgendwann später mal lang. Wir können generell auch hier oben noch lang gehen irgendwann mal, aber es ist alles ne, so viel und... Hatte! Wir erkunden erstmal auf dem Weg zu... lol. Weißt du was? Wir nehmen die mal mit, ne? Fuck you, asshole! Wir nehmen die mal mit. I'm Butters the Merciful of the Knights of Ken Herdernish. Ich finde Butters großartig. Ich glaube, viele finden so mitunter, wie heißt der? Cartman. Ich weiß nicht, warum ich gerade nicht auf Cartman gekommen bin. Halt ein Cartman für den witzigsten Charakter hier in der ganzen Serie. Oder als Favorite Character, sagen wir mal. Aber ich finde Butters viel, viel geiler. Und Randy. Randy finde ich tatsächlich, glaube ich, sogar am geilsten. Butters und Randy finde ich echt super. Okay. Ja, die haben schon was ausgezahlt. Jetzt können wir mal kurz gucken. Das sucks. Oh, shut down. Fuck. Er hat immer noch sein Schild. Wir machen mal das hier, um mal beide zu treffen. 122 und das hier. Feel my righteous fury. Das war ordentlich. Fuck, das war zu kalt. Das war schlecht. Sehr schön. Aber hey, wir haben schon ein bisschen was abbekommen. Ich frage mich, ob wir uns nicht heilen sollten. Wobei, gucken wir mal kurz. Okay, der hat 122, das ist gefährlich. Aber der hier, aber der reflektiert. Wir können den killen. Ja. Und den Rest müssten wir überleben können. Fuck. Ja, aber wir überleben das tatsächlich. Aber erstmal heilen wir unseren Mate. I got your back, yo. Lol. Und okay, uns selber können wir uns dafür nicht heilen. Aber egal, Butters hat dafür sich Zeit gekauft. You're not waiting on me, are you? Und dafür gesorgt, dass wir weiterleben. Und das ist wichtig. Ja. Es wäre ehrlich gesagt egal gewesen. Ich habe jetzt gefailt, aber der hätte sowieso Butters, ne? Kaputt gemacht. Hurry up! Critter! Okay, 11 und 11 hat es gemacht. Okay, krass, das macht nicht so viel. 11 und 11 hat das gemacht. Fuck, Alter. Okay, das macht mehr Schaden als die anderen beiden Sachen. Ich fall mich gerade zu dumm. Stop it.
So, ich wollte mich jetzt nicht heilen, weil ich weiß, es wäre umsonst gewesen. Hätten wir noch eine Runde gemacht, wäre es natürlich klug gewesen, weil sonst wäre ich gestorben. Aber ich wusste, dass wir den eigentlich hätten, ne, killen müssen. Und da habe ich es riskiert.